Christen, in wenigen Wochen feiern wir das Weihnachtsfest, das Fest der Liebe und der Freude. Gott kommt mit diesem kleinen Jesuskind auf die Erde, um uns zu zeigen, was im Leben wichtig ist und wie wir miteinander umgehen sollen. Die Adventszeit, sie gibt uns die Chance, uns darauf einzustimmen. Da passt die heutige Veranstaltung auf den ersten Blick so gar nicht. Aber vielleicht ja auf den zweiten Blick. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Da ging ein jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. Menschen unterwegs, so hören wir das seit 2000 Jahren. Die Umstände wollen es so. Menschen auf der Suche nach Herberge, nach Unterkunft, nach einer Bleibe. Menschen wollen ankommen und eingelassen sein. Was aber nur möglich ist, wenn andere nicht nur sie, sondern auch sich auf sie einlassen. In diesem Jahr wird das Weihnachtsfest für viele Menschen so ganz anders sein wie vorher. Sie sind nicht in ihrer Heimat, nicht in vertrauter Umgebung. Sie haben alles aufgegeben, hinter sich gelassen. Die Ereignisse der vergangenen Monate sind mit Sicherheit nicht spurlos an ihnen vorübergegangen. Krieg, Gewalt, Kälte, Hunger. Die Trennung von der Familie, von Freunden und der Heimat und die Strapazen der Flucht stecken noch in den Knochen und in den Köpfen. Sie sind hierher gekommen, um eine Perspektive für sich und ihre Kinder zu haben. Wären wir in ihrer Situation, wie hätten wir gehandelt? Sie machen sich auf den Weg, um sich eintragen zu lassen. Sich registrieren zu lassen. Das steht heute wieder für viele an, registriert zu werden, Daten zu erfassen, hoffentlich aber auch das Erfassen ihrer Situation. Das Registrieren macht uns noch große Schwierigkeiten. Es raubt Zeit, es bremst vieles aus. Registrieren wir aber auch noch etwas anderes, wie die, die kommen, sich fühlen, was sie erwarten, erfassen wir auch, was sie erhoffen, was die möglicherweise hinter sich haben. Die großen Zuwanderungsströme machen auch Angst. Wie viele Menschen können wir in Deutschland aufnehmen, ohne dass unser System kollabiert? Wird es gelingen, die vielen Menschen mit ihren religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen, ihrer kulturellen Andersartigkeit zu integrieren? Diese und viele andere Fragen stellen sich viele und wir haben auf sie noch keine ausreichenden Antworten. Es ist eine Situation, von der niemand genau weiß, welche Veränderungen sie in den nächsten Jahren bringen wird. Und das macht Angst. Dazu die Schwierigkeit, die dieser Tage viele erleben. Darf man nicht mehr fragen? Darf man nicht mehr hören, was andere sagen und denken? Warum wird man gleich in eine bestimmte Ecke gestellt, weil man zwischen all den Anforderungen, vor denen man hin und her schwankt, rätselt? Darf man seine Ängste nicht mehr formulieren? Wir schaffen das, ist schnell gesagt, aber viele kommen dabei an ihre Grenzen. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Felde und hielten Nachtwache bei ihren Herden. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen. Sie fürchteten sich sehr. Gestandene Kerle, Hirten auf dem Feld, sicher mit allen Wassern gewaschen, aber auf einmal das Neue, das Unbekannte, das jagt ihnen Schrecken ein, wer kann es ihnen verdenken? Fremdem,
Fremden zu begegnen, ist ja nichts Alltägliches. Bei all diesen Unsicherheiten sollten wir uns als Christen auf Gott verlassen. Er steht zu uns, auch in dieser schwierigen Situation, zur Seite, und er begleitet uns auf unserem Weg. Und selbst Jesus wurde schon als Kind zum Flüchtling. Die Matthäus-Evangelium überlieferte Weihnachtsgeschichte handelt auch davon, dass Josef nach dem Besuch der Sterndeuter im Traum ein Engel Gottes erschien. Und dieser rief ihn dazu auf, mit seiner Familie die Flucht zu ergreifen. Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft. Sie gebar ihren Erstgeborenen, legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Eine Krippe war sozusagen das Erstaufnahmelager von Jesus. Bescheiden, anfanghaft, zumindest etwas, bis etwas anderes da ist. Da rückt uns auf einmal Weihnachten auf den Leib. Da wird von einem Gott erzählt, der sich auf die Seite derer stellt, die klein sind, in dieser Welt nicht groß gelten. Keine, der von oben herab reglementiert, sondern eine, der sich solidarisiert. Jesus kam mit seinem Leben davon, weil Maria und Josef nach der Warnung mit ihm nach Ägypten zogen. Und nach dem Tod von Herodes gingen sie nach Nazareth in Galiläa. Das Kind in der Krippe hat nur überlebt, weil seine Eltern in Ägypten Asyl gefunden haben. Und wer sich das klar macht, der kann nicht anders, als die Verfolgten von heute mit helfenden Händen zu empfangen, statt Ängste auf sie zu projizieren und eigene Probleme auf sie abzuwälzen, auf die, die am allerschwächsten sind. Gott wird Mensch. Als Kind wird er in einem heruntergekommenen Stall geboren und streckt die Hand nach seiner Mutter aus. Er sucht Geborgenheit und findet sie bei Maria und Josef. So hat es unser Weihbischof in seiner Adventsbotschaft, die an diesem Wochenende verlesen wird, formuliert. Menschen strecken die Hand nach uns aus. Was halten wir ihnen entgegen? Verbale und erst recht tätliche Angriffe auf Flüchtlinge, pauschale Verdächtigungen, Bedrohungsszenarien und ausländerfeindliche Reden sind unvereinbar mit dem christlichen Glauben. Wer in entsprechenden Parolen einstimmt oder ihnen zustimmt und dann noch das Wort christlich in den Mund nimmt, der sollte nur für einen Moment auf die Weihnachtsbotschaft hören. Und plötzlich war bei dem Engel ein himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Frieden bei den Menschen seiner Gnade. Zum Glück gibt es aber auch die andere Seite. Menschen, die die Nöte der Flüchtlinge sehen und begreifen. Die sich ehrenamtlich für die hier benachteiligten Menschen einsetzen. Vielen Mitbürgern ist klar, dass es ein Privileg ist, Teil unserer Gesellschaft zu sein. Sie möchten anderen benachteiligten Menschen zur Partizipation und Chancengleichheit verhelfen. Sich für benachteiligte Menschen einsetzen, ihnen mit Liebe, Achtung und Wertschätzung zu begegnen, ist ein Zeichen gelebten Glaubens. Und darüber hinaus ist unser Auftrag, nicht nur für die Menschen in unserem Land zu unterstützen, sondern uns auch für eine Verbesserung ihrer Lebensumstände in ihren Heimatländern einzusetzen und somit die Notwendigkeit einer Flucht in ihrer Heimat zu beenden.
und Friede auf Erden. Friede, das ist die Frucht von Weihnachten. Wenn Menschen trotz aller Angst, trotz der großen Herausforderungen, die vor uns liegen, nicht aufhören, von einem Gott an unserer Seite zu erzählen, wenn sie trotz unheilvoller Erfahrungen nicht das Heil in der Flucht vor den Flüchtenden suchen, sondern festhalten können an dem, was als große Sehnsucht in vielen Herzen lebt. Und so kann es den Frieden geben, den wir uns an Weihnachten so sehr wünschen. Es liegt auch in unseren Händen und wir müssen die Verantwortung dafür übernehmen. Wenn wir Weihnachten nicht als eine überholte, idyllisch gewordene Erzählung nehmen, sondern in den alten Texten die Gegenwart entdecken, wenn wir sie lernen durchzubuchstabieren auf unsere Situation und unsere Zeit, ja dann ist Weihnachten. Weihnachten auf den zweiten Blick eben, und mit dem zweiten sieht man ja bekanntlichermaßen besser. Danke, dass Sie heute hier sind, dass Sie Gesicht zeigen, dass Sie eintreten für diese Menschen und dass wir zusammen stark sind. Eine starke Gemeinschaft, in der es lebt, sich einzusetzen. Dass wir Menschen zeigen, wir sind für sie da, wir heißen sie willkommen.